Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert und ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Blogbeitrag 150, Maklerprovision auch bei Rücktritt vom Kaufvertrag. Und interessanterweise, dieser Blog ist entstanden, weil wir eben mit dieser Fragestellung gerade wieder eine neue Kundin gewonnen haben, die nämlich genau diese Problematik hatte. Aber um was ging es da? Das darf ich Ihnen jetzt gerade erzählen, der Blogbeitrag, der wirklich wieder aus der Praxis für die Praxis ist und eben diejenigen, die eben noch nicht nach dem System arbeiten, mit dem Wissen arbeiten, eben schützen sollen, um eben keine Nachteile zu haben. Also, um was geht es? Es geht darum, dass ein Makler, der einen Vertrag vermittelt hat, der aber nicht erfüllt wird, weil der Kunde zurücktritt, hat er Anspruch auf seine Provision. Das ist die entsprechende Frage. Also, was haben wir für eine Ausgangssituation? Der Kunde, sprich Kaufinteressent, Käufer, tritt zurück vom Kaufvertrag, weil er in dem Fall nicht ausreichend Bonität bekommen hat oder hat und demzufolge einen Darlehen bekommen hat. Das mag jetzt mannigfaltige Gründe haben. In dem Fall war es so gewesen, ich erzähle kurz die Story, dass eben vor 3-4 Wochen mal eine Zusage gemacht worden war auf der Basis. Der Kunde davon ausgegangen ist, er hat das Geld. Die Maklerin eben noch nicht die Prozessschritte so implementiert hatte für sich. Sagt, alles klar, Kunde sagt, ich bekomme Geld, Kunde kommt zum Notar, muss ja alles gut sein. So, war auch alles gut. Unterschrift wurde geleistet, aber dann kam eben 1-2 Wochen später der Hinweis, nein, war irgendwelche Einträge möglicherweise Grundlage dafür gewesen, Schufa-Einträge, wie auch immer, die Bank hat gesagt, nein, wir ziehen ja automatisch immer in dem Moment, wo das Darlehen ausgereicht werden soll, doch mal eine Auskunft. Und da gab es eben, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, Irritationen, die aber so weit dazu geführt haben, dass die Bank sagt, nein, kein Darlehen. Heißt, der Vertrag kann nicht bedient werden. Bedient das nicht bezahlt werden. Und der Kunde sagt dann, sorry, ich kann nicht, ich muss leider zurücktreten, mit allen Folgekonsequenzen, Rückabwicklungsgebühren und so weiter. Aber was ist jetzt mit der Provision? Genau, das ist die Fragestellung. Hat der Makler dennoch sein Geld verdient? Hat er, wenn der Vertrag rückabgewickelt wird, noch Anspruch auf seine Provision? Grundsätzlich ist der Anspruch nur dann gewährleistet, eben, wenn es eben auch aus der Maklerklausel hervorgeht. Also, es gibt eine Empfehlung vom Rechtsanwalt, der klipp und klar sagt, klar kann ich alles vereinbaren. Ich kann auch vereinbaren, dass die Provision anfällt, wenn eben der Kunde zurücktritt. Vereinbaren kann ich theoretisch alles. Nur wer ne schreibt mir denn so einen Kaufvertrag? Also das heißt, dann ist die Vereinbarung der Rücktrittsklausel wahrscheinlich länger als der eigentliche Kaufvertrag. Macht also gar keinen Sinn. Nur rechtlich könnten Sie es vereinbaren. Viel wichtiger ist doch, daran zu arbeiten, was Grundlage ist für die Kaufentscheidung, nämlich eben die Finanzierungszusage, dass sie safe ist, bestätigt ist und nicht aus irgendwelchen verbalen, mündlichen Zusagen abgeleitet worden ist. Heißt also übersetzt, natürlich ist es so, dass kein, ich betone, kein Anspruch besteht, außer es gibt eine separate Vereinbarung, weil eben das sogenannte, der Erfolg Grundlage dafür ist, dass ein Vertrag zustande kommt und eben auch die Provision bezahlt wird. Also ist es für Sie als Makler immer empfehlenswert, wenn Sie es nicht eh schon machen, genau das zum Beispiel Finanzierung, was die Grundlage für alles ist, vorher abzugleichen. Und selbst wenn der Kunde sagt, ja, ich habe mit der Bank gesprochen, ich bekomme das Geld, und der Kunde sagt, ja, ich unterschreibe den Kaufvertrag, ist es immer empfehlenswert, dieses Ja sich nochmal von dem, der es auch gibt und bestätigt, noch einmal weiterreichen zu lassen. Das kann nur die Bank sein. Ich betone, auch hier Finanzierungsvermittler, auch die sind damit nicht gemeint. Habe ich auch schon des Öfteren gehabt, nicht bei mir persönlich, aber in den Gesprächen mit unseren Kunden. Und der Kunde fragt, ja, Herr Ritzert, ist denn eine Zusage eines Finanzierungsvermittlers analog zu einer Bank? Nein, der Vermittler haftet dafür doch nicht. Das heißt, immer nur die Bank, die er vermittelt hat, sollte das Dokument ausstellen für die Zusage. Nur dann ist es auch wirklich Grundlage und dann können Sie sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Und optimalerweise, dass der Prozess komplettiert, dann am Ende sollten Sie auch direkt die Grundschuld schon im Kaufvertrag kurz danach beurkunden lassen. Wenn die Grundschuld beurkundet wird, die bereits vorliegt, dann wissen Sie, alles ist hundertprozentig safe. Nichts kann mehr passieren. Also, das gilt es eben abzugleichen. Wichtig ist nur, es gibt den 652 BGB 652, der wichtigste Paragraph für uns als Makler, weil der definiert unser Tun und unseren Provisionsanspruch. Aber ich betone noch einmal, der nicht zwingend notwendig ist, um eben den Anspruch darzustellen. Wichtig ist, um ihn zu bekommen, brauchen Sie einen Vertrag,
Der muss nicht erfüllt sein, ich betone. Aber er sollte erfüllt sein, weil die Reputation des Maklers leidet automatisch drunter. Stellen Sie sich vor, Sie vermitteln einen Kaufvertrag und der wird rückabgewickelt. Sie als Makler sind die Person, die dafür Sorge zu tragen hat, unsere Empfehlung, unser Anspruch auch, dass alles reibungslos funktioniert. Weshalb braucht man Sie denn? Für die Tür aufzuschließen? Um es ja abzuholen? Nein, auch alles außenrum ist elementar. Und dazu gehört natürlich auch unter anderem die Abprüfung der Finanzierung, sprich die Bonität des Kunden. Also das ist die Grundlage dafür, um eben alles weiter zu reichen. Also das ist der Hintergrund, damit Sie verstehen und auch fühlen können, warum es so wichtig ist. Warum es so wichtig ist, das zu tun. Also Reputation ist elementar. Schauen Sie, dass Sie Verträge so abwickeln, so ins Laufen kriegen, damit alles abgesichert ist und der Kunde eben auch keine Probleme hat. Also das zum heutigen Blogbeitrag. Wichtig ist für mich nur, wenn Sie sagen, Thema A hat mich interessiert, lade ich Sie gerne ein. Besuchen Sie uns makler-wissen.de. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, die Sie mit Sicherheit auch interessieren werden und die Sie auch möglicherweise benötigen für Ihre Fortbildungspflicht. Weil Sie wissen, die Zeit wird immer kürzer. Geben Sie Gas, besuchen Sie uns, wir freuen uns darauf. Machen Sie es gut, Ihr Michael Ritzert. Thank you.